Oh mein Gott. Oh. Yo Leute, was geht ab? Max Brüner am Start mit Timek und dann ist Tom. Wir sind hier an dem See, wo wir immer die Splash-Diving-Videos gedreht haben. Und der Lagune. Und Leute, ich versuche euch das mal zu zeigen. Da ganz hinten, wo die Mauer ist, bis dahin war nur das Wasser und jetzt ist hier überall komplett Wasser und das ist eingefroren. Das ist so heftig. Wir haben übelst krasse Schlittschuhe dabei. Ich weiß nicht, ob Leute von euch die kennen, die heißen T-Blades. So, wir checken das Ganze jetzt erstmal ab, ob das überhaupt klappt, ob das Eis dick genug ist. Das sieht nämlich nicht so aus. Hier, Max, mach die Probe. Wirft jetzt einen Stein da rein. Okay. Also ist direkt eingebrochen. Ich würde sagen, stabiler See. Ja, aber den Klopfer. Nein. Richtig. Schaut euch mal an, was er hier ins Eis macht. Digga, du brichst gleich ein. Richtig geil, Junge. Wie lange waren wir kein Eis? Oh Gott, den hab ich schon ganz vergessen. Ah, du Letzt. Das war knapp, Junge. Das war knapp. Boah, guck mal, der ist der Schein. Max, du musst auf jeden Fitnessstudio abnehmen, Digga. Schreib mir in die Kommentare, Hashtag Eisbrecher. Los! Okay, Max fliegt fast hin. Ich hab Angst, Oh. Ich bin eine Revanche. Eine Revenga? Oh, was hältst du nur von der ganzen Prozedur? Ja? Du, da ist mir ein bisschen zu gefährlich. Eigentlich will ich da gar nicht hier gucken, weißt du, oder? Oh, 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 Digga, hörst du das, Junge? Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh, Digga! Oh. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich weiß, wir haben jetzt gerade noch Fax gemacht, aber wenn das Eis dicker ist, werden wir auf jeden Fall in eine. Boah, hier ist Glas, Digga. Wenn wir auf jeden Fall eine krasse Challenge hier spielen. Oh, also. Leute, gebt euch das jetzt. Das ist der ganze See. Einmal hier rum. Hier, wenn das alles einfriert, das wird so heftig und da hinten geht das halt weiter, da waren wir. Und da, ich weiß nicht, was das ist, ein Zylodaptilus. Was ist das?